Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse Postgame, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind da jetzt mit der Story fertig. Wir haben Demi gerade platt gemacht. Obwohl Tower und Mira, nehme ich an, sind auch immer noch da und die haben auch noch irgendwelche Pläne für uns. Aber egal, um das kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unser Training mit C18. Ich habe nämlich wieder hier auf Max. Und ich würde sagen, wir fangen dann direkt mit dem Training an. Bist du jetzt stärker? Mal sehen, ob du nachgelassen hast. Du fragst dich, was wir hier tun. Schlau bist du nicht, oder? Also, wir werden trainieren und am Ende machst du den Powerblitz. Wenn du gewinnst, lehre ich dich eine neue Fähigkeit. Muss ich erstmal ausrüsten. Ah, tun wir das hier. Ach, die habe ich gekauft, genau. Ja, toll, das ist so eine Fähigkeit. Gerne Ausweichfähigkeit. Ja. Ich mal ausgerüstet, den Angriff finde ich irgendwie nicht so gut. Er geht so irgendwie auseinander und kommt dann so am Ende zusammen. Finde ich irgendwie nicht so gut. Vor allem, wenn man vor den Gegner steht, trifft man damit fast nie. Also nebenbei. Ich habe mir auch mal einen zweiten Charakter hergestellt, habe ich aber bis jetzt noch nicht gespielt. Ist alles noch Level 1 und so. Werde ich auch wahrscheinlich wieder löschen, weil ich bin mit dem, was ich da herstellt habe, nicht zufrieden. Ich tue von jeder Rasse und jedem Geschlecht jeweils einen Charakter machen. Das kommt, glaube ich, genau hin. Vielleicht zeige ich die Charaktere auch mal irgendwann. Mal schauen. Grab! Boom! So. Okay, dann bleib weg. Verdammt. Jetzt eigentlich teleportieren. Machen wir gleich nochmal. Genauso. Komm her. Hi. Hier geblieben. Mal noch mal so, jetzt ungefähr. Nee, noch nicht jetzt. Da gucke ich das an. Wie soll ich ihn damit treffen? Pff, so ungefähr. Okay, okay. Neue Technik gelernt. Auch wer klingt das schon mal gut. Oder Dauerbeschuss. Finde ich schon mal gut. Aber ich treffe, nachdem ich da Training abgeschlossen habe, auch direkt einen neuen Meister. Weil ausgehend finde ich immer direkt alle Meister, ne? Aber immer wenn ich am Aufnehmen bin, dann sehe ich natürlich hier niemanden. Du hast den Powerblitz nicht übel eingesetzt. Scheint stärker zu werden. Ich bringe dabei, wie du den Dauerbeschuss einsetzen kannst. Du kannst mehrere Kriegspersonen schießen und die Ziele wechseln. Trainiere mit dieser Fähigkeit wie beim letzten Mal. Du lernst so schnell, da weiß ich kaum, wie ich dir was beibringen soll. Okay, Dauerblitz klingt sehr gut. Dauerbeschuss meine ich. Aber ich sag besser als die Raketen. Du bist hier. Das heutige Training ist gegen Gruppen. Ich habe meinen Ehemann Krillin gerufen. Genau, du kämpfst gegen uns beide. Findest du das unfair? Das heißt nur, dass du schwach bist. Nicht alle Kämpfe sind 1 gegen 1. Das werde ich dir zeigen. Jetzt komm schon, wir beginnen das Training. Tödlicher Tanz. Hey, das kenne ich so, glaube ich. Soll ich die Teamattacke, die immer benutzen? C17 und C18 im Budokai. Irgendwie der Angriff, wo C18 am Ende Vegetas Arm bricht. So, daneben gegen zwei Gegner, kein Ding. Ultimatives Ehe-Team. Stimmt. Aber das ist das stärkste verheiratete Team, ne? Ich mein Son Goku, Chi-Chi. Chi-Chi ist nicht so stark. Aber die können beide gut kämpfen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja,
Mann, kannst du mal aufhören damit? Was zum? Oh, okay. Okay, dich habe ich fast gar nicht angekratzt. Ja, aber der Raketenangriff, der tut mehr abschießen, finde ich. Natürlicher Tanz will ich gar nicht erst sehen. Sieht sowieso nichts mit ab. Also, ja. Weiter im Text. Oh, du kannst gut gegen zwei kämpfen. Das war nicht schlecht. Mach weiter so. Natürlich tanz hindurch. Der Gezeit ist für den Nahkampf gedacht. Er kann Kiex-Version reflektieren und defensiv eingesetzt werden. Den Rest muss ich dir nicht erklären. Du wirst den tödlichen Tanz meistern. Du brauchst mehr Erfahrung. Los jetzt. Das ist mein letztes Training. Es wirkt lang. Es wirkte lang, aber es war nur kurz. Aber so leicht lasse ich dich nicht bestehen. Ich kämpfe mit voller Kraft. Ich muss dich nicht mehr schonen. Jetzt kommt das Ende. Schließ mit dem tödlichen Tanz ab. Für dazu, ne? Ich bin aber kacke mit Nahkampfangriffen. Doppelte Structure Days. 17 und ich sind Zwillinge, was? Okay, es hat die Meister. Ne, Meister kriegt man immer am Ende. Nach dem Training. Mal schauen. Meisterschaft. Okay. Ich nehme an, das war der Angriff. Habe ich gerade ein Auto kaputt gehauen? Ja. Boah. Okay. Oh, gar nicht mal schlecht. Mal schauen. Ah, komm mal her. Diese Welt braucht keinen Gott. Das reicht's. Super Saiyajin aktiviert. Nein, ja. Verdammt. Komm mal her, sehr gut. Kamehameha für den Win. Wuff. Oder Wim. Hintergrund ist eine Stadt explodiert. Okay, habe ich bekommen, gut. Und Doppel-Destructure, ich mag aber mein Kamehameha. Ich will, weiß ich nicht. Gibt es noch andere Kamehameha-Versionen? Son Goku hat ja, glaube ich, auch ein komplett anderes. Der hat ja nicht ein perfektes Kamehameha. Der hat mal, nehme ich mal an, ein super Kamehameha oder irgendwie sowas. Wahnsinn, du kannst jetzt all meine Fähigkeiten. Hier erreiche ich zwar zur letzten Fähigkeit die Doppel-Destructure Disc. Zwei Destructure Discs fliegen auf verschiedenen Weg zum Gegner. Sie unterscheidet sich von der von Krillin. Wenn du die Fähigkeit kennst, setzt sie anders ein. Meine Aufgabe endet hier. Ab sofort kannst du für dich allein trainieren. Du zahlst für das, was ich sonst von Kaioshin in der Zeit bekomme. Du bist stärker und wenn du erfolgreich bist, kannst du mich bezahlen. Ich warte hier drauf. Viel Glück. Ja, da kannst du lange warten. Oh. Mir ist langweilig, ich werde für eine Weile trainieren. Ach so, nee. So, jetzt muss ich noch einen richtigen Meister wiederfinden. Neun. Wahrscheinlich finde ich wieder keinen. Also so wie immer. So. Wenn ich dann mache, meine Parallelquest. Ist ja auch noch vorangetrieben werden. Wir haben übrigens noch nicht neue Klamotten. Wie man sieht,
Cell steht da natürlich. Natürlich steht da Cell. Statt irgendjemand anderen, bei dem ich noch nichts, weiß ich nicht, gelernt habe. Ja, immer das gleiche. Meinst du die Parallelquest irgendeine und auf jeden Fall danach kommen endlich neue Meister und Trunks als Kind, okay. Ich kann ich aber nicht als Meister nehmen, oder? Ein Saiyajin, dann bist du wohl stark. Oh, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Trunks. Ich habe von dir gehört, du sollst ziemlich stark sein. Du willst also kämpfen, um herauszufinden, wer stärker ist? Mein Papa und ich sind stark, wie Son Goten, sein Papa und Son Gohan. Nimmst du die Herausforderung an oder läufst du weg? Oh Gott. Bubu Ball, was? Nee, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Wo stärker werden kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Was soll ich neue Klamotten? Ich will jetzt nicht wieder 10 Minuten verschwenden. Werde ich schon irgendwann, werde ihn schon irgendwann wiederfinden. Können wir mal eine andere Parallelquest machen, die wir hoffentlich schaffen. Natürlich finde ich hier keinen Meister wieder. Ja. Was haben wir hier noch? Der große Saiyaman ist hier. Besiege Freezer und Cell. Majin Chaos, besiege 30 Majin Buu. Was das hier? Weil für die eine Mission kann ich wahrscheinlich auch keine Gefährten mitnehmen. Das heißt, ich bin ganz alleine gegen 5-6 Leute auf einmal. So, große Saiyaman. Ja, Son Gohan habe ich leider nicht so. Wow. Und ihn haben wir nicht als böse Version. Unseren Goten. Werden wir auch schaffen. Ja, ich mache alle Parallelquests. Wann ich die nur machen werde. Wann ich die wohl alle schaffen werde, das ist eine andere Frage. Der große Saiyaman ist hier. Großer Saiyaman 1 und 2 sind besiegt. Was? Nein. Der ist also echt hier irgendwo. Okay. Mittlerweile so rauskommen, wie ich die Karte hier zu meinem Vorteil nutzen könnte. Ich nehme an, das ist der Kampf hier, der auch im Film war. Wo Son Gohan gegen Freezers Armee da gekämpft hat. Hey. Versuch's gar nicht. Ich vergesse mal mein Dings einzusetzen, meine Pose. Ja, genau. Ah. So geht das. So schießt man Key-Explosion ab. So. Und hier wieder zurück, oder was? Nee, irgendwie kann ich auch. Komme ich denn da hin? Komm ich dann zum anderen Gebiet? Schaut euch, kann da. Bams. Nächster, wer will jetzt auf die Freezer haben? Was ist das? Bah!
Boah, geh weg. Das ist noch einer. So. Wer ist da noch? Nappa. So. Guck mal her. Mein Gott, zieh ich viel gegen die ab. Boah. Schaffe ich auf jeden Fall, aber was ist das? Boah. So. Du bist doch selber einer. Die sagen das irgendwie so, als wäre eine Schande. Das ist doch selber ein Saiyajin. Warum habe ich jetzt schon wieder ein Item-Menü offen? Ich war schon wieder am Item eingesetzt. Was soll denn das? Schleunige mal ein bisschen. Komm her! Boah, ich will mich auf ihn konzentrieren, verdammt. Oh Mann. Wo ist er? Wo ist er? Er ist doch noch am Leben gewesen, oder? Was? Okay. Wer hat den erledigt? Ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Bildschirm gesehen, wie er da weggehauen wurde. Dieser Folge schaffen wir auf jeden Fall noch. Also Freezer und Cell sind voll unmenschlich stark. Oh, Freezer. Hi. Doch. Ah, jetzt kommt der große Saiyaman. Der große Saiyaman. Und das große Saiyaman. Ja, ich muss natürlich wieder aufpassen, dass sie nicht spiken. Ah, ein Gott, bleib doch mal. Mach dir mal einer fällig. Und jetzt kommt Zell. Er denkt sich nur, was zum Teufel. Er denkt sich jetzt nur, was zum Teufel ist mit der passiert, Son Gohan. Und dem wurde ich besiegt. Oder macht Schaden. Boah, echt. Nein. Wenn du jetzt Spidell fertig machst, ne? Und ich deswegen war ja Mission verlieren, ne? Boah, komm doch mal her! Sonst geht der immer auf mich los, ne? Aber jetzt ausgerechnet. So. Und den hier. Lass mich mal kurz aufladen. Ich kann die KP nicht lesen, weil die ganze Zeit unten links Text ist. Ja, danke. Fass sie nicht an. Noch nicht vorbei. Oh weh, ich muss jetzt immer noch die beiden beschützen. Ich kann das doch. Oh Gott. The Revival of F oder was? Ja. Oh, menacing Musik.
Wahrscheinlich kommt danach noch mal Cell auf die Beine, ne? Und ich muss wieder beschützen wie immer. Mein Gott, wie blocken die das immer? Und die Musik, ne? Ich treffe den doch. Bin ich eigentlich so? Jetzt kommen wir her. So einfach nicht. So, komm her. Ich weiß nicht, wie die beiden hat die ganze Zeit überleben. Nein, wie verreckt. Wo ist das? Sind wir noch nicht vorbei. Jetzt kommt Cell wahrscheinlich. Oh Mann. Und ich glaube, wir sind tot, ne? Was? Ja, Spike, bitte schnell. Was zum? Jetzt war ich doch mal. Und wir sind weg vom Fenster, oder? So, hier kann ich auch. Naja. Oh nein, der geht auf die los. Ja, was zum Teufel? Ach, die müssen jetzt gar nicht mehr überleben, gut. Wir dürfen beide nicht sterben. Also nicht K.O. gehen, ihr wisst schon, was ich meine. Na komm, lass dich treffen. Boah. Sonst gehen die Gegner immer wie blöd auf mich los, ne? Und ausgerechnet jetzt wieder nicht. Finale Pose. Ja, super. Ey, ich hasse es, wenn das passiert, ne? Es musste ja wieder passieren, ich wusste es. Was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Meine Kills-Versuchen werden nicht mehr stärker. Ich kann doch gar nicht mehr Schaden anrichten. Ja, ich glaube, so hat Dings erledigt. War wieder total Zeitverschwendung. Und ich werde jetzt einfach offscreen hier einen Meister suchen und dann wieder einschalten, wenn ich den gefunden habe. Bis dahin sage ich aber, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.